Halli, hallo, Hallöchen. Herzlich willkommen zu einem Video von mir. Welcome to a new video. Heute ist ein besonderes Video. Ich habe jetzt hier mal wieder was drin. Eine Suppi. Kann ich euch gleich zeigen, wie ich diese Formen reinige. Moment, weiß ich, was da drin ist. There's something inside my mold. I don't know what it is. You can use duct tape, masking tape. Any kind of tape, irgendein Klebeband. Ich habe meistens Duct Tape, da könnt ihr einfach rein und dann könnt ihr euch das wieder rausholen. Okay, also heute ist ein besonderes Video. Die Tracy von GB Mini Scenes hat aufgerufen zu einer Christmas in July Collaboration mit vielen Künstlern. Welcome to Christmas in July, a collaboration with many other artists. Organized by Tracy from Mini Scenes GB. And I'm happy that she invited me for this collaboration. Also vielen Dank, Tracy. Ich freue mich, dass du mich eingeladen hast. Thema ist natürlich Christmas, also Weihnachten. Und ich möchte diese tolle Form machen mit dem Rudi, Rudolph with the Red Nose. With an Ecopur mit einem, ja, mit Hydroflow. So groß. Und das mische ich mir jetzt zusammen. Ich brauche jetzt erstmal für den Rudi nur ganz wenig. Ich nehme jetzt mal 50 Gramm. Und 2,5 mal so viel Pulver. Also es ist eine Flüssigkeit und ein Pulver. Ein Liquid und ein Powder. Und dann nehmen wir 125 Gramm Pulver. Wahrscheinlich ist es zu viel. Das kann ich ja noch woanders reinleeren. Jetzt war es wieder weniger. Komisch. 125 Grams of Powder. Oh, so hat hier inside. Oh. And it's raining and oh, nicht so toll. Das Wetter ist wirklich ekelhaft. Jetzt rühre ich das mal hier so 2, 3 Minuten. Aber mix it well for 2 or 3 minutes and I will come back again. So, weiter geht's. Jetzt mische ich mir noch 2 Farben an. Ich nehme die Pigmentdrops von Stefanie Etter. Ich brauche jetzt erstmal nur ganz wenig. Für meinen Körper und das Geweih. I don't know what's the name of these things is. I need brown for the body and lighter brown for this. Oh, I have to watch, to look in the translator. I don't know. Genau, also ich mache es mal hier. 3 Tropfen, ups, hier auch rein. So, komm. Und dann noch hier ein bisschen weiß. Ich hoffe, das ist nicht zu viel. Dann nehme ich eine kleine und rühre das gut rum. Ihr dürft auch nicht zu viel reinmischen. Sonst kann es sein, das härtet nicht richtig. Ich habe ja auch noch ein paar Klümpchen. Ich habe es nicht so gut vermischt. Dann hier das Braune, das dunklere Braun ohne das Weiß. Genau, das wollte ich noch ein bisschen dunkler. Also ja, versucht es einfach aus, nicht zu viel Farbe. Not too much color in this material. Not so good. Diese Klümpchen. So, das Helle fürs Geweih. Boah, es ist Juli. It's so heiß. Und dann machen wir eine Weihnachts-Collaboration. Das ist echt eine Challenge. It's really a challenge in a hot summer to do a collaboration for Christmas. Crazy.
A challenge, not a collaboration, a challenge for us all, I think. Okay, it's okay, the color is okay, I like it. This color is okay too. Okay, also, da muss man jetzt das ja nur noch da reinbringen. So. You can shake it a little bit and put it on the ground because of the bubbles. Don't take too much time. Don't need too much time because it will be become thicker and then it's not so easy to pour. Jetzt machen wir das da rein. So, ich hoffe, das reicht auch. Oh, no. No, no. Es ist mir halt fast zu heiß. Aber da muss ich jetzt durch. So. Kann man dann da gleich noch schütteln. Dann der Körper. Mal schauen, ob es so funktioniert. Also natürlich muss es jetzt hier wieder sich ankleben. Same procedure. Genau, da muss ich so ein bisschen reinmachen. So, und dann hier noch. Okay. Und da machen wir das noch hell. Okay. Dann hoffen wir, dass ich nicht zu arg gesabbert habe. Da brauche ich noch das Braun. Ah, dann klebt sie es wieder fest. Das ist statisch. Mir fehlt auch noch was. Oh, sorry. So long. But I like this Rudolph so, so much. It's so cute. So. Okay. Take your time now. Sorry for being so quiet, but I'm so concentrated. Ja, ich bin jetzt wirklich hochkonzentriert. Es ist schade, dass es hier schön aussieht. So. Oh, sorry for the camera. Shaking the camera. Okay. So. Okay. Das war das erste. Hier hängt mir noch was am Rand. Muss ich auch wegwischen. Sieht sonst nicht so schön aus. Ja, es braucht halt jetzt mal kurz Zeit. Hier noch. Hier. Okay, besser. Da ist auch noch was. Okay.
And that's okay. Okay. Ja, manchmal braucht es einfach Zeit. Oh. So, das ist jetzt noch ein bisschen hier von dem Küchentuch, von dem Feuchttuch hier verschmiert. Hm. Oh je. So eine Sauerei. Aber ich hoffe, dass es soweit gut ist. Das habe ich jetzt halt leider noch übrig. Hm. Das wird schon fester. Ich habe zu viel angemischt. Ich brauche noch minimal Rot für die Nase. A little bit of red for my nose. For Rudy's nose, not for my nose. It's a bright red. Wow. So. Oh. Heute ist nicht mein Tag, glaube ich. Ich habe es jetzt auch wieder verschmiert. Okay. Naja. Oh Gott. Muss es gleich noch ein bisschen wieder bereinigen. Ah je. Okay, also. Dann wollte ich ja eigentlich noch den Hintergrund noch ein bisschen weiß machen. Ich habe jetzt noch so viel übrig. So. Das Rote wieder raus hier. Oh je, oh je. Genau, also ihr müsst einfach mal ein bisschen ausprobieren, euch dann Zeit lassen. Ich wollte jetzt nur den Rand hier noch ein bisschen abwischen. Dass das jetzt hier nicht so rot verschmiert ist. Und, oh Mann, das wird immer schlimmer. Not so good. But that's life. That's real. That's not every time so easy. I do my best. Ich habe das Gefühl, je mehr ich dran rummache, desto schlimmer wird es. Ich brauche auch noch ein bisschen Schwarz für die Augen. Das ist natürlich noch mal eine Challenge. Jetzt habe ich dann so viel Becher verschmiert. Jetzt brauche ich ja noch weniger Schwarz. Und ja. Ich hoffe, dass es irgendwie funktioniert. Dass ich das einigermaßen noch in die Augen reinkriege. Das Material wird immer fester. Das will gar nicht rein. Das ist zu wenig. So. Einmal. Zweimal. Okay, das ist schwarz. Das hat jetzt ein bisschen besser geklappt. Oh je, yeah, jetzt so. Puh. So. Das ist wieder hier ein bisschen sauber machen am Rand. So. Es ist wirklich nicht einfach. Ich schmier hier rum. Oh, ein frisches Stäbchen. Ja, wenn man es halt auch vor der Kamera macht, ist es halt auch anders, wie wenn man das jetzt einfach so ohne Kamera macht und sich die Zeit anders nimmt. So, I'm so sorry. Ugh.
But now I'm happy. And I will take some white. I hope it will work. So it becomes warmer and harder. I mixed too much from this material. I wanted to have some snowflakes. And I do them here directly inside the sky. Some smaller and some bigger ones, I hope. But you see, it's so zäh, ich weiß gar nicht. Mir fehlen gerade die Worte. Ich bin so leicht überfordert. Oh. I want to do some smaller ones. Sind alle so groß jetzt hier? Bin ja froh, dass es noch einigermaßen klappt. Ich muss vielleicht einen kleineren Spatel nehmen. Erstmal ein paar große. Das ist der Naturton. Ups. Das hier, das wird schon richtig zäh. Also es ist wirklich anstrengend zu arbeiten damit. So, noch ein großes und nochmal ein paar kleinere. Mit einem kleineren Spatel. Einfach jetzt schon so weit vorangeschritten. Das ist fast unmöglich, das zu machen. Das ist. Ach. Ups. Oh no. Oh no. Oh no, it's not so good. I'm so sorry. It's too thick. It's too hard. Ich wollte ein paar schöne viele Schneeflöckchen machen, größere, kleinere. Ich hätte es mir nochmal frisch anmischen sollen. Aber ja, jetzt sind sie halt so. So. Es ist so zäh, es ist ja so schlimm, echt. Oh nein. Oh, warum? Schade, das ganze Material habe ich jetzt zu viel gemacht. Ich kann das jetzt auch nirgends anders mal reinmachen. Es hängt halt auch wirklich von der Luftfeuchtigkeit ab. Das ist richtig extrem. Ja. Naja, super. Nicht so toll. Not so good. Ja, es geht einfach nicht mehr. Ich muss noch ein bisschen frisches Material anmischen. Und dann mache ich einfach noch ein paar Punkte rein. I will mix some new material a little bit. And then I will do the snowflakes. The rest of the snowflakes. So, ich habe jetzt noch mal frisches Material angemischt. Es ist noch flüssig. It's liquid. And I will remove these dots. I'm not happy with them. And then I will do new ones. So. It's like sugar. It's funny. Okay, das war's dann. Sorry, I take my duct tape. And clean it a little bit for next dots. Okay, oh, it's so cute. Okay. Ich komme das Klebeband von den Handschuhen fast nicht mehr weg. Oh je. Okay, next try.
I will do some splashes instead of the dots. I think it's liquid. You can see it. I have to try. Mix it between snow and rain. And some dots. Genau, einfach so ein bisschen abstrakt, ein paar Punkte, ein paar Striche. Muss ja nicht exakt sein. Es ist ja auch ein bisschen Spaß bei der Sache, ein bisschen ausprobieren. Ich bin irgendwie total überfordert. Es ist mir einfach zu warm heute. Ich wollte es unbedingt gießen. Ich freue mich ja auch aufs Ergebnis. Und ja, ich will einfach zeigen, was man denn sonst so machen kann. Also das Material war einfach zu feste. Es war nicht zu gebrauchen. Unmöglich. Also ja, ist leider verschwendet. Ich habe es zu viel angemischt und habe mich so verkünstelt und mir so Zeit gelassen, um den Rudi schön auszufüllen. Und ja, jetzt habe ich es halt mal frisch gemacht. Ich hoffe, das passt soweit. Und es sind ein paar Punkte, ein paar Striche. Es ist halt ein Schneesturm. Es ist stormy weather today at Rudy's. Rudy's home. You can see rain, snow. Aber jetzt geht es auf jeden Fall viel besser, wenn es flüssig ist. Und ich kann jetzt hier das auch schon ausfüllen. Dass die Augen dann schön weiß sind. Einfach überall, wo das Blau von der Silikonform noch durchschaut, mal jetzt hier weiß drüber. Über das Rot, über das Braun. Das ist soweit ja, denke ich mal, auch schon grifffest. Ihr habt ja gesehen, wie das Naturfarbige auch schon ziemlich fest war. Das habe ich ja so abmachen können. Bye, Rudy. Es ist so blind, jetzt sieht er nichts mit der Arme. So, wir machen noch ein paar Pünktchen. Hier noch Material übrig. Überall so ein bisschen. Ich soll ja auch noch ein bisschen Hintergrund durchschauen. Den möchte ich gerne mit Blau gestalten. Ein bisschen blau marmoriert. Muss aber erst warten, bis das Weiß hier fest geworden ist. Und dann kann ich es aufgießen. The background, I want to do it in blue. With marbling effect. Okay, here is everything fine. Ein bisschen habe ich jetzt noch übrig, aber das ist jetzt nicht so schlimm. Dann ja, sehen wir uns dann zum nächsten Schritt. Genau. See you later for next layer. So, weiter geht's. Ich habe mir jetzt mal eine größere Menge angemischt. Das sind 200 Gramm Flüssigkeit und 500 Gramm Odysphat und 500 Gramm Pulver. 200 Grams of Liquid and 500 Grams of Powder. My basic color will be blue. Ui, das wird aber jetzt schon kräftig. Oh Gott, oh Gott. Ich wollte es eigentlich ein bisschen anders noch. Das ist sehr intensiv. Oh Gott. It's too blue. Oh. Naja. Okay. Dann haben wir halt ein Himmelblau. Ich kann noch ein bisschen weiß nehmen. Mal schauen, ob das was wird. Ich wollte es ja gar nicht so blau machen, aber das Blau hat es echt intensiv gefärbt. Noch ein bisschen weiß. Okay. Oh je je.
Also heute ist nicht mein Tag. Today is not my day. Oh, I don't know. Okay, also. Dann werden wir jetzt mal hier noch ein bisschen blau. Erstmal schütteln ein bisschen. You have to can shake and ich weiß gar nicht, was es klopfen heißt. Ach, manchmal vergesse ich so, das sind Stress die Worte. So, ein paar blaue Tropfen rein. Okay, some blue drops. Und die möchte ich jetzt hier ein bisschen unterrühren. Marmorieren. Bisschen schattieren. My marbling, and then I have to pour. Genau, füll das alles rein. Oh, das wird gut voll. Genau, ich denke, das reicht auch. And then I have a little bit to bring out the bubbles. I try to eliminate the bubbles. Genau, ihr seht, was ich mache. Also, ich lasse es stehen. Dann sehen wir uns zum Ausformen. Eine halbe Stunde, Stunde bei mir. Für euch ist es nur ein Augenzwinkern. Bis bald. Bye, bye. So, Ausformzeit. It's time for the molding. Das ist ja schön an dem Material. Das kann man wirklich schnell ausformen. Ich hoffe, dass es auch einigermaßen schön rauskommt. So. Schauen wir mal. Rudi, wo bist du? Ich hoffe, dir geht's gut. Hello, Rudi, where are you? Tada! Cool! Ah, das gefällt mir. Sehr schön. Finde ich wirklich schön. Hier ist leider irgendwie was in der Nase drin. Aber hier dieser Schneesturm. Auch das Blau hat sie schön im Rand marmoriert. Es ist noch voll heiß. Ich muss es noch auf die Seite legen. Ich lege das jetzt am besten hier hin. Direkt auf die Form, da kannst du von unten und von oben atmen, Luft bekommen. Take it away, that the air can work, can cool it down. It's very hot at the moment, but I'm so happy with the outcome. I like it so much. Hello, Rudy. I like you. I love you. Ah, so süß. Okay, ich hoffe, euch hat es gefallen. Das ist im Prinzip kein schwerer Guss. Ihr müsst halt ein bisschen darauf achten, dass es hier ordentlich ist. Aber ansonsten ist es eigentlich ganz super easy. Vielleicht eine kleine Anregung für euch für Weihnachten. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Freue mich auf die nächste Challenge, Collaboration, wie auch immer von Tracy. Und wünsche euch schöne Weihnachten voraus. Nicht Spaß. Thanks for watching. Please leave a comment if you want. I really like this Rudy Rudolph with the red nose. It's a little bit there's something inside, but anyway, I like it. Have fun while trying this if you want yourself. And it's a wonderful material. You can demold it in half an hour or in an hour. It's really great. Okay, see you next time. Bye bye. Ich hoffe, wir sehen uns zum nächsten Mal. Bye bye. Ciao.